So, herzlich willkommen heute Abend zu unseren Interviews mit Bewusstsein einfach und leicht. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute Abend den Christian Trabert willkommen zu heißen, der interviewt wird von der Nicole Hurter, Frau Dr. Nicole Hurter. Und ich kenne euch beide und es macht mir einfach riesig Spaß, dass ich hier einfach loslegen darf und mag euch beide auch sehr gerne und einfach, dass wir jetzt starten ins Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Vergnügen und melde mich dann am Schluss wieder zu Wort, okay? Supi, vielen Dank, liebe Ingrid. Danke dir, liebe Ingrid. Und ich finde es auch ganz super, dass ich den Christian interviewen darf. Ich bin sehr geehrt, dass ich das darf. Und ich habe direkt gesagt, oh, wie cool. Und auch das Thema, weil ich da tatsächlich viel zu wissen möchte und weil ich weiß, dass der Christian gerade die Themen Manipulation, Gefühle und Energie ziehen, privat als auch beruflich vor allen Dingen, viel und erfolgreich nutzt. Aber bevor wir anfangen, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, Christian, und Access Consciousness. Wie bist du dazu gekommen und ja, was war da so dein Werdegang? Erzähl mal. Okay. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Christian Trabert und ja, die erste Frage, die Frau Doktor mir für die Erstanamnese gestellt hat, beantworte ich damit, dass ich als Schauspieler oder Musical-Darsteller gelernt auf der Bühne permanent Jobs irgendwo anders habe. Also ich wohne in Hamburg und habe eigentlich, ich glaube einmal hatte ich ein Projekt in Hamburg, ansonsten immer außerhalb von Hamburg so rum. Und man geht dann aus dem Freundeskreis, aus dem sozialen Umkreis raus, arbeitet irgendwo, teilweise 6 Monate. Da ist dann der Freundeskreis, der soziale Kreis einfach nur, zack, die Leute, mit denen du arbeitest. Dann lässt du die wieder los und bist wieder zurück zu Hause, aber alle anderen, die vorher dein soziales Umfeld waren, sind weg. Und so geht das permanent, ständig und immer wieder. Und ich dachte mir so irgendwie, das haut mich jedes Mal runter. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, falle ich in ein Loch und wollte das irgendwie ein wenig umgehen und habe dann angefangen mit für viele die Einstiegsdroge Reiki und bin dann im Laufe der Zeit an so vielen Methoden vorbeigeratscht und manche haben davon mich immer ein Stückchen weitergebracht, aber irgendwie war für mich klar, hier ist mehr. Und in dem Moment, wo ich nichts mehr von dem ganzen Kram wissen wollte, wo ich gesagt habe, ich habe so viel Ausbildung gemacht, ich habe so viel Zeugs gemacht, ich möchte einfach nicht mehr machen, kam plötzlich eine E-Mail, die keinen Inhalt hatte, nur einen Anhang von einer Freundin, wo drin stand 32 Punkte am Kopf und dö. Und ich schreibe sie so an und sage, hey, das klingt cool, da will ich hin. Wann ist das und wo ist das? Und sie so, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Ich wollte nur wissen, was du davon denkst, weil der Kurs ist voll, da hast du keine Chance mehr hinzukommen. Und ich so, okay, es gibt leider keine E-Mail dazu, es gibt nur den Anhang, von daher, da habe ich schon die erste Frage gestellt, was ist hier sonst noch möglich? Und hatte noch keine Ahnung von dem Ganzen und bin dann tatsächlich zu dem Kurs gekommen. Also eigentlich war das auch, die Gastgeberin sagte später zu mir, ist nicht, der Kurs ist voll und ich habe es geschafft und war dann dort und fand es furchtbar. Ich hatte Schmerzen, ich hatte körperliche Schmerzen, ich habe mich so geweigert, irgendetwas zu empfangen von diesen Bars. Ich habe wirklich nach 3 Minuten da gesessen und gesagt, bitte geh zum nächsten Punkt. Das ist unerträglich. Und ich wollte auch abbrechen und die Facilitatorin war sehr cool, denn sie sagte nicht von wegen, wenn du jetzt abbrichst, kriegst du das Zertifikat nicht oder so. Nein, das hätte mich auch nicht interessiert. Sondern sie sagte, wenn du jetzt gehst, ich wollte dich nach der Pause mit der jungen Dame da vorne zusammensetzen, damit ihr das macht. Wenn du jetzt gehst, kann sie den Kurs nicht fertig machen, dann kriegt sie ihr Zertifikat nicht. Wo wir schon mitten im Thema Manipulation, ja, Gefühle und Energie wären. Dann kommen wir direkt zum ersten Thema, genau. Und ich so, Mist. Und dann habe ich zu der Dame gesagt, okay, pass auf, ich lege mich hin, du setzt die Finger an, wenn du merkst, du bist da richtig, dann gehst du einfach weiter, ich möchte den Kram hier nicht. Und sie setzte die Finger an und Christian schlief ein und musste 2 Stunden später geweckt werden. Und die reine Neugier, was denn dieser Zaubersatz macht, und ich habe immer schon gern mit Händen gearbeitet, Hände auflegen auf den Körper und so weiter, das hat mich wirklich derartig fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ich guck mir das mal an, ich will zu diesem Körperkurs, der dann
kurz drauf mit Cars in Stuttgart sein sollte. Cars Thomas, eine der Körperkurs-Facilitatorinnen. Und dann brauchte ich einen Foundation für, nicht so Foundation, was ein Kram, brauche ich nicht. Ich kann das alles. Ich kenne das. Und so ist mein Weg zu Access gewesen oder wie ich dorthin gekommen bin. Parallel dazu habe ich aber nie die Bühne aufgegeben. Und eigentlich war es die Bühne, die mir den großen Zugang zu Access erst wirklich gegeben hat. Möchtest du vorher noch einhaken und eine Frage stellen oder soll ich direkt weiter ins Thema? Ich wollte gerade sagen, du hast das so schön übergeleitet. Ich wollte nochmal, also das mit der Manipulation und die erste Manipulation, die du da eben schon erwähnt hast, da würde ich gerne drauf zurückkommen. Aber ich finde, das mit der Bühne, das passt jetzt auch sehr, sehr gut. Also was, ja. Dann, ich habe in den Jahren, die ich Access mache, viel gelernt und viel auch einfach theoretisch verstanden. Ja, also allein das Wort verstanden ist schon drin und habe vor allem in meinem ersten Jahr als CF auch gut zwangsfazilitiert und so Dinge, die ich heute nie wieder tun würde. Magst du gerade schnell, du hast zwei Sachen erwähnt, vielleicht, wenn es nicht alle kennen. Einmal das Zaubersätzchen, wenn du das kurz vielleicht erklärst, was du damit meinst und was ist ein CF? Was machst du da? Entschuldigung, natürlich. Zwangsfazilitierst du? Erklär mal. Okay, also das Zaubersätzchen ist dieser Access Consciousness Löschungssatz, das Clearing Statement. Das ist der Satz, den wir nach einer Frage nennen, um die Energie aus der Frage oder das, was die Frage hochgeholt hat, abzubauen. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, sag mal Nicole, was siehst denn du heute so scheiße aus? Das holt etwas hoch. Ja. In Access nennen wir natürlich andere Fragen und nicht solche, aber ich wollte jetzt einfach eins zeigen, dass durch eine Frage viel hochgeholt werden kann, es kommt eine Energie hoch. Die können wir mit diesem Löschungssatz, der da lautet, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds, verändern. So, das ist dieser schicke Löschungssatz. Und ein CF ist ein zertifizierter Access Consciousness Facilitator. Und das jetzt bitte 10-mal schnell hintereinander sagen. als zertifizierter Facilitator, um die Abkürzung zu nennen, CF, darf man diese Foundation-Kurse geben. Die Foundation-Kurse sind die Kurse, die, wenn du einen Basiskurs gemacht hast und mehr von Access wissen möchtest, mit diesen Fragen und den Tools und der interessanten Ansicht, was ein Tool ist und dem Crazy Phrase, alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint und so. Wenn du die alle mal kennenlernen möchtest und so, das kannst du in einem Foundation-Kurs alles erfahren, lernen und so weiter. Und das darf ich eben als ein CF geben, solche Kurse. Und noch einiges mehr. Genau, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Cool, danke schön. Das macht nichts, weil dann kann ich, das war gar keine Manipulation, dann kann ich nämlich meine Frage stellen. Manipulation. So, das ist auch das Erste, was du als Thema hast hier als Untertitel für deinen Call. Und ich kenne das von mir auch. Das ist ja was, das bringt zum Beispiel viel Ladung. Du hast ja eben von Energie gesprochen, die was aufbringt. Manipulation ist ja eher negativ behaftet bei uns. Ja. An dieser Stelle danke, dass du das so direkt ansprichst und die Energie auch ansprichst. Ich würde gern für alle, die zuhören, egal ob jetzt oder später, einmal dieses Clearing Statement in Action sehen wollen zu verschiedenen Fragen, die das zum Beispiel Manipulation angehen. Als allererste Frage an jeden Einzelnen von euch für die Gruppe und für alle auch da draußen, die gar nicht zuhören, aber mit euch zusammen sind. Wahrheit, was bedeutet Manipulation für euch? Und alles, was da hochkommt, zerstörst du und kreierst du das? Ja. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. In Wahrheit, wie viel davon gehört überhaupt nicht dir? Wie viel davon hast du abgekauft, zu deinem gemacht, deine Realität drauf aufgebaut? Zerstörst du und kreierst du alles, was du darauf aufgebaut hast, wo du es zu deinem gemacht hast, wie du es zu deinem gemacht hast? Und gibst alles, was nicht deins ist, zurück zum Absender mit Bewusstsein angehängt? Ja. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ich finde es cool, dass Nicole laut ist. Sie kann für uns alle Ja sagen. Wenn du zu Hause störungsfrei Ja sagen kannst, würde ich dich bitten, das zu tun. So ein Ja ist immer noch mal ein Go für alles. Okay, wir haben auch Gefühle und Energieflüsse. Ich mache es auch damit. Wahrheit, was bedeuten Gefühle für dich? Alles, was das ist, Gottzillion mal, zerstören und kreieren wir das. Ja. Und was bedeuten Energieflüsse für dich?
Alles, was das ist. Oh, das ist interessant. Das ist ja noch lustiger als die anderen zwei. Alles, was das ist, Godzillion Mal, zerstören und kreieren wir das bitte. Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ich würde, ja, also auf die Energieflüsse kommen wir nachher noch mal ein bisschen mehr ein. Cool. Vielen Dank dafür. Ja, die Energie war jetzt spannend, ne? Die war das war wirklich spannend. Was ich auch gerne noch hätte, ist einmal alle Beziehungen, die wir untereinander haben. Sowohl ich mit euch, jedem Einzelnen und in der Gruppe, sowohl auch wir alle untereinander, ihr mit mir, alle Beziehungen, alle Gelübde, Schwüre, Eide, alle Jobs, die wir untereinander haben, alles, wo wir uns aus vergangenen Leben oder nur aus Fantasiewelten, weil wir unsere Namen schon mal gelesen haben und uns denken, oh, der ist blöd oder oh, der ist toll. Alles das zerstören und kreieren wir das bitte. Ja. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shots, boys and beyonds. Und alles, was davon gar nicht unseres ist, bitte zurück zum Absender. Mit Bewusstsein angehängt. Ja. Cool. So, Manipulation, ja, ist etwas, was vor allem in den 60er Jahren einen Aufschwung hatte, dieses Wort, wo es dann plötzlich eine komische Richtung bekam im Sinne von selbstgefällig und unter der Hand irgendwie etwas mauscheln, damit ein anderer weniger hat und ich mehr. Aber ursprünglich ist das Wort gar nicht so gemeint. Es ist aus dem Lateinischen, kommt von manus, was die Hand bedeutet, und plere oder wie auch immer man das ausspricht, füllen, beziehungsweise quasi etwas in der Hand haben oder eben der eigentliche Begriff, wo es herkommen soll, die Handhabung. Kommt tatsächlich aus der manuellen Therapie, beziehungsweise manuelle Medizin. Ich habe mir das so schön aufgeschrieben. In seiner ursprünglichen Bedeutung Handgriff steht Manipulation in der manuellen Medizin für eine Reihe von mit der Hand durchgeführten Techniken, die dem Lösen einer Blockierung dienen. So, das ist also das, was eigentlich unter Manipulation verstanden wird. Und wie wir bei Access so schön wissen, alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Und ich mache es nochmal. Alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Heute nutzen wir also das Wort Manipulation als das exakte Gegenteil zu dem, was es eigentlich ursprünglich mal bedeutet hat oder was es bedeuten sollte. Was ja ziemlich schade ist. Von daher, alles, was wir draus gemacht haben, wo wir denken, es ist was Böses, zerstören und umkreieren wir bitte. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Wenn man im Duden nachliest und so, liest man mittlerweile auch die Bedeutung, dass man etwas für sich tut und andere dadurch benachteiligt und das am besten auch noch unter der Hand und so. Zumindest so in der Richtung ähnlich. Aber als eine der neuzeitlichen Gebrauchswege, das Wort zu nutzen. Im Grunde genommen, das wissen wir alle, manipuliert jeder jeden den ganzen Tag. Und wenn jetzt jemand sagt, Manipulation ist etwas Böses, heißt das, du machst den ganzen Tag etwas Böses. Denn allein schon. Ein Beispiel dafür? Ja, wollte ich gerade tun, danke. denn wenn du dich morgens anziehst, manipulierst du die Leute anhand dessen, was du anziehst. Weil je nachdem, wie du dich kleidest, was du aus dir machst, was du zeigst, reagieren die Leute anders auf dich. Du manipulierst das, wie die Leute mit dir umgehen, dadurch, wie du dich kleidest. Wenn du jetzt denkst, ich ziehe gar nichts an, manipulierst du umso mehr. Wenn du dir denkst, dann bleibe ich halt zu Hause, dann manipuliere ich halt nicht, indem ich zu Hause bleibe, manipulierst du auch, weil nämlich der Tagesablauf nicht wie gewohnt für diejenigen wäre, die mit dir tagtäglich zu tun haben. Alles, was da hochkommt, zerstören und umkreieren wir das bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. Für uns ist es einfach nur wichtig zu gucken, okay, wann und wo werde ich manipuliert? Und dann auch zu schauen, ist es etwas, wo ich wirklich hin möchte? Ist es etwas, was mich wirklich angeht? Also hat es für mich eine Bedeutung? Kreiert es für mich mehr oder weniger, wenn ich mich hier manipulieren lasse? Und wenn es weniger für dich und für alle generell kreiert, dann guck doch mal, wie kannst du manipulieren? Und wenn ich mir gerade angucke, was draußen in der Welt so vor sich geht, das ist alles Manipulation und leider auch komplett, also als ich den Titel bekannt gegeben habe, war mir nicht bewusst, wie aktuell das Ganze ist, weil es geht um Manipulation von Gefühlen und Energieflüssen. Mhm. Und ja. Und sagen wir mal, ja, nee, nicht sagen wir mal, sondern ja.
Muss ich mich jetzt davor schützen oder wie rein praktisch? Also ich erkenne jetzt natürlich, ich werde manipuliert, jetzt müssen wir gar nicht zwangsläufig in die gerade aktuelle Weltgeschichte gehen, das ist ja nochmal eine andere Skala, aber von meinem Gegenüber. Mhm. Du hast schon gesagt, ich frage mich, möchte ich dahin oder nicht? Okay, das ist ja die eine Sache. Genau, es ist immer die Frage, was macht es denn mit dir, wenn du dich da manipulieren lässt? Manchmal weißt du exakt, was abgeht und es ist einfach besser, du spielst es mit. Weil das Ergebnis einfach das ist, was wo mehr rauskommt. Und manchmal merkst du aber, dass hier wirklich so in die Richtung manipuliert wird, dass es einfach nichts bringt. Es führt immer nur wieder auf den gleichen Punkt, vor allem in Diskussionen in einer Partnerschaft, wenn dann der Gegenüber sagt, du hast mich verletzt. Das ist die absolute Manipulation. Könnte man oder könnte ein unendliches Wesen wirklich verletzt sein? Nein. Es könnte wählen, irgendwie sich so klein zu machen, dass es verletzt sein könnte. Aber nein. Also warum? So. Das heißt, du musst erstmal die Ansicht abkaufen, dass ein unendliches Wesen verletzt sein könnte. Du musst dich also so klein machen, das zu glauben und dann auch noch zu glauben, dass derjenige keine eigene Wahl hat, darüber hinauszugehen. Das Schöne ist aber auch, wo wir das nutzen, das ist das viel Interessantere für mich, was ich immer mitkriege, wo nutze ich das eigentlich? Wo mache ich das, ohne drüber nachzudenken? Wo sage ich plötzlich, du hast mich verletzt, zwar nicht mit den Worten, aber mit der Energie? Das ist für mich teilweise wirklich interessanter, als zu gucken, wo machen das die anderen? Weil ich ja auf eine gleiche Art und Weise Zugriff nehme. Und da ist mir wirklich aufgefallen, auf der Bühne nutze ich das wirklich par excellence. Und ich würde jetzt gern von der Manipulation ein bisschen weg, sonst wird es nur in diese Richtung gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Übergang ist ja quasi, also wir manipulieren viel über und mit Gefühlen. Und du hast ja eben schon dieses unendliche Wesen angesprochen, wo wir bei Access ja sagen, wir haben hier einen Körper, wir sind hier verkörpert, aber schlussendlich ist unser Wesen unendlich. Mhm. Das heißt, die Gefühle sind dann gar nicht echt, oder? Die Gefühle sind in dem Moment für dich gefühlt echt. Mhm. Wir machen sie echt. Im Grunde genommen ist ein Gefühl etwas, was dein Körper hat. Dein Körper kann Hitze fühlen, der kann sich auch scheiße fühlen und so, wenn er irgendwie Schmerz abkriegt und so. Im Grunde genommen aber das, was wir daraus machen, wo wir sagen, das fühle ich jetzt, ist meistens nicht real und auch nicht das, was dein Körper wirklich fühlt. Mhm. Das heißt, ich fühle mich heute so müde. Frag mal deinen Körper, ob er wirklich müde ist, ob er Schlaf braucht oder ob du Müdigkeit von irgendwo wahrnimmst oder dich vielleicht selber müde machst, um aus einer Situation rauszukommen. Weil Müdigkeit nutzen wir ganz oft, um aus Situationen rauszukommen. So, alles, was da hochkommt. Right and wrong, good and bad, pop and pop, online shots, boys and beyonds. Gefühle, so gesehen, geh nicht drauf ein. Frag dich wirklich, ist das der einzige Weg? Ist das das Einzige, was ich jetzt in diesem Moment wahrnehmen kann? Und spätestens, wenn es nicht der Fall ist, dann frag mal, was anderes möglich ist. Hier eine kleine Geschichte, die neben der Bühne stattgefunden hat. Und zwar haben wir Silvester verbracht. Mein Freund hat auf der Bühne gespielt. Wir anderen haben an dem Abend in dem Haus, wo er gewohnt hat, einen Spieleabend gemacht. Und einer der Teilnehmer war richtig scheiße drauf. Der war so richtig, also wir haben alle nur so einen Hals gehabt. Und er hat die Stimmung derartig runtergezogen. Also jeder hat sich total beschissen gefühlt, weil der dabei war. Und irgendwann dachte ich so, sag mal, mittlerweile fühle ich mich richtig kacke und ich liebe Silvester. Ich liebe dieses Kartenspiel. Ich habe total Bock auf lustige Gesellschaft. Was tue ich mir hier gerade an? Ist das, was ich hier an gerade wahrnehme, wirklich echt? Ist das ernst? Also bitte. Und in dem Moment dachte ich mir, nö, und was ist hier anderes möglich? Und ich wurde noch arschlochiger als derjenige. Ich bin so fast von fest geworden und habe ganz bewusst gewählt, ein größeres Arschloch zu sein als dieser jemand. Und das Schöne war, in dem Moment sagte eine Freundin von wegen, sag mal, Christian, was benimmst du dich jetzt auch noch wie so ein Arschloch? Und in dem Moment hat sie mich quasi wahrgenommen als das, was ich bewusst gewählt habe zu sein, nämlich ein noch größeres Arschloch. Und alle haben so gelacht.
Wir haben alle so gelacht, dass selbst derjenige, der vorher gewählt hat, Arschloch zu sein, plötzlich nicht mehr so sehr Arschloch sein konnte. Und der Rest konnte das überhaupt nicht mehr annehmen. Die konnten diesen ganzen Kram nicht mehr annehmen, die haben nur noch gelacht. Wir hatten einen so wunderbaren Abend, weil ich quasi aus diesem Ding raus bin. Das heißt, da hast du quasi die Gefühle von anderen? Jetzt hakst du, liebe Nicole, ich höre dich gerade nicht. Hallo? Das kann sein, dass es bei mir war. Ja, ich höre gerade nichts. Ist wieder gut? Ja, so du klingst noch ein bisschen wie ein Roboter. Vielleicht machst du kurz das Bild aus, weil das hängt auch. Ja, so. Ist der Ton jetzt besser? Jetzt höre ich dich, ja. Ah, okay, super. Ich mache es gleich wieder an, aber ich stelle trotzdem mal meine Frage gerade nochmal. Ja, bitte. Du hast echt sind, aber in dem Moment hast du dich ja schon scheiße gefühlt, hast das aber quasi genutzt und die anderen quasi mit deinem Gefühl, was du übertrieben hast, so manipuliert, dass sich das Ganze aufgelöst hat. Genau. Cool. Genau das. Also wirklich gucken, okay, gibt es eine andere Möglichkeit? Und die muss nicht immer sein, von wegen, lass uns Händchen halten und jede Zelle meines Körpers ist glücklich und so. Sondern vielleicht ist es auch... Bist du bei mir abgehakt? Abgehakt. Okay. Also ich kann nicht noch näher an den Router. Bin ich bei den anderen auch abgehakt oder... Nein? Ingrid schüttelt den Kopf. Okay. Nee, also dich verstehe ich total deutlich, klar und laut. Mhm. Und das war jetzt eher bei der Nicole die Störung drin. Aber was wird es brauchen, dass wir hier wieder Leichtigkeit übertragen? Jetzt bin ich verletzt. Ach ja, okay, gut. Ich rede einfach mal weiter und guck mal, was Nicole dann macht. Mal gucken. Also, ich sehe mich. Ja, ich sehe dich auch, aber... Ich sehe mich auch. Ja, wo waren wir? Du hast die Gefühle benutzt, um alle zu einer anderen Möglichkeit zu manipulieren. Genau, um die Situation einfach zu verändern. Und zwar auch in eine Richtung, von der ich wirklich dachte, die möchte ich gar nicht wählen. Also ich hatte gar keinen Bock irgendwie in eine noch negative, in Anführungszeichen, negativ ist ja auch nur eine Bewertung, in eine negative Richtung zu verwenden, um dann etwas Größeres rauszuholen. Manchmal braucht es eben auch das, auch wieder etwas, was ich von der Bühne sehr gelernt habe, um jetzt einfach mal auf dieses Ding, was ich mit Bühne meine, warum ich das Ganze für mich die Bühne bedeutet. Ich habe ein Stück gespielt, wo ich eine Rolle spielen musste, die an jemanden angelehnt war, den es real tatsächlich gibt und den mochte ich nicht. Und es war für mich allabendlich schwer, das irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Und ich habe auch festgestellt, okay, die Leute sind so ein bisschen gelangweilt, wenn ich komme, weil ich war so der Mittelsmann. Es gab, meine Kollegen waren eine Familie, die haben da gespielt und ich war outstanding, immer mit die sich umgezogen haben, wenn die einen Moment gebraucht haben, war ich dran mit irgendwelchen Fakten und sonst was. Und das sollte aber trotzdem irgendwie lustig werden. War für mich absolut schwierig, war für mich echt, ich habe es gehasst. Ich fand es wirklich schlimm und ätzend, diese Rolle zu spielen, weil es einfach so. Und dann gab es eine Dame im Publikum, die mich auch gehasst hat und die auch gegen mich gut gewettert hat und sich immer gefreut hat, wenn jemand anders diese Rolle gespielt hat. Und immer, wenn ich die gesehen habe, machte ich mich gleich noch kleiner. Dann kam der Moment auf der Bühne, wo ich dachte, stopp mal, also das, da habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf, du fällst mir immer so in den Rücken. Ich gucke jetzt mal, wie sehr kannst du mich wohl hassen, dass du vor der Pause noch gehst oder in der Pause, dass du nach der Pause nicht mehr, weil die war ständig da. Das war so ein Gast, die hat wirklich alle Karten aufgekauft, war immer und immer und immer wieder da, um sich über mich aufzuregen, was natürlich auch besonders schön ist. Natürlich nicht nur mich. Schönes Hobby. Ja, klar. Ja. Natürlich nicht nur über sich, über mich aufzuregen, weil sie den einen Kollegen ganz, ganz toll fand, aber gut. Und ich gehe auf die Bühne und denke wirklich, okay, wie sehr kannst du mich hassen? Wie sehr kann ich dich nerven? Und diese Vorstellung war eine absolute Kehrtwende in meiner Bühnenkarriere, in Anführungszeichen, weil die Leute haben sich plötzlich totgelacht über mich.
die waren vollkommen bei mir, die haben mir zugehört. Die haben Sachen gemacht mit mir, aha, wo ich dachte so, bitte? Ich habe am Ende wesentlich mehr Applaus bekommen als früher. Und ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Bis ich festgestellt habe, okay, ich muss einfach mal riskieren, wirklich ein Arschloch zu sein und wirklich das zu verkörpern, was ich meine, das war ja das, was ich in der Rolle gesehen habe. Der Typ ist für mich ein Arschloch und ich habe versucht, ihn nett und so und trotzdem hat nicht funktioniert. Ich musste also wirklich in die Kiste greifen und mich richtig scheiße verhalten auf der Bühne. Wirklich gucken, okay, wie sehr kann ich euch nerven, damit die Leute mich plötzlich feiern, wo ich denke, okay, krass. Und so habe ich angefangen und habe mit Energiezügen gespielt. Habe dann festgestellt, okay, es gibt immer noch ein paar, die mich nicht mögen. Wow, cool. Wie viel mehr kann ich euch dazu bringen, mich zu hassen? Habe dann Energie gezogen von denen. Und dann geguckt, okay, der eine ist jetzt völlig durchgedreht, es ging nach hinten los. Ah, verdammt, es ist ja nicht nur Energie ziehen, es ist ja auch ein Energiefluss herstellen, sprich auch mal schieben, pushen. Okay, und dann... Also was meinst du denn mit... entschuldige bitte, mit Energie ziehen, also du holst dir, bitte? Bin ich wieder abgehackt? Du bist sehr abgehackt, aber ich denke mir, dass du fragst, wie ich das Energieziehen mache, was ich damit meine. Und ob ich demjenigen Energie wegnehme oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist im Grunde wie, wenn du einen Barskurs gemacht hast, lernst du ja dann am Anfang Energie zu ziehen, da am Kopf oben, an den Füßen unten. Du ziehst Energie aus dem gesamten Universum durch den Körper von jemandem oben wieder raus und bei dir auch einmal durch. So. Da fragen dann übrigens viele, das möchte ich auch gerne ein bisschen mit aufräumen, ob ich mir dann nicht den Dreck von demjenigen, den energetischen Dreck da reinsuhle. Meine Antwort ist ja, wenn du die Ansicht hast, schon. Wenn du diese Ansicht nicht hast, natürlich nicht. Denn wenn du eine Licht, es geht hier um Energie, es geht um Strom in Anführungszeichen, wenn du eine Lichterkette hast und hier ein rotes Licht, dahinter ein blaues Licht, bedeutet das, dass das dritte Licht dann lila ist, weil es den Dreck zusammenzieht aus den beiden Lampen? Nein, die Energie fließt einfach nur durch und bringt jemanden zum Leuchten, in Anführungszeichen. Das machst du da quasi auch. Du ziehst Energie hinter jemandem aus dem gesamten Universum, durch jemanden durch, durch dich durch, wieder zurück ins Universum. Oder eben, wenn du merkst, okay, derjenige zieht Energie von mir, dann ziehe ich natürlich keine Energie von ihm, sondern ich gebe ihm so viel Energie, wie er haben möchte, ein Tsunami an Energie, bis ich merke, okay, jetzt hört er auf. Man kennt ja diese Leute, die dich anrufen und du telefonierst 5 Minuten mit denen, dann bist du völlig ausgelaugt. Das sind so Energieräuber, Energiezieher, Energievampire. Schick ihnen Energie, sende ihnen alles durch dich durchziehen. Nicht deine Energie, nicht deine körperliche Energie, sondern aus dem Universum, durch deinen Körper, durch deren Körper, ins Universum wieder rein. Und das Schöne ist, du kannst relativ leicht erkennen, ob du Energie ziehen musst oder pushen musst. Du musst es nämlich gar nicht wissen, du fragst einfach nur, okay. Ich stand also vor, keine Ahnung, sagen wir 400 Leuten und habe gefragt, Wahrheit, wie viel Energie muss ich hier ziehen, wie viel Energie muss ich hier schieben, um hier im Endeffekt irgendwann in der Show einen Ausgleich zu haben, dass jeder wirklich hier rausgeht und einen Energieausgleich hat. So, und das hat schon mit dieser Frage perfekt funktioniert. Ich musste da nichts mir vorstellen, ich musste nicht irgendwie... visualisieren, wie ich das mache. Das, in dem Stück hatte ich die Chance. Ich habe das ein paar Vorstellungen lang gemacht, hinterm Vorhang schon gestanden, um das zu machen. Irgendwann brauchte ich das natürlich nicht mehr. Gott sei Dank. Es geht wirklich allein dadurch, dass ich frage, okay, wie viele Sauger habe ich hier? Wie viele Pusher habe ich hier? Wie viele haben die Barrieren oben und so weiter? Wenn du einen Foundation-Kurs gemacht hast, guck da nochmal rein. Oder geh zu einem Foundation und frag deinen Facilitator darüber nach, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall war das wirklich ein Dammbruch an Möglichkeiten. Denn die Leute sind plötzlich anders raus aus diesen Vorstellungen als vorher. Dann habe ich das Stück gewechselt und habe ein anderes Stück gespielt. Und da muss ich erstmal zu sagen, wenn du etwas in dein Leben ziehen willst, nicht nur die Energie, sondern wirklich etwas in dein Leben ziehen willst, sind Energieflüsse genau das, inklusive der Manipulation und inklusive der Gefühle. Ich musste nämlich jemanden spielen, der
ja eine Art Brechdurchfall auf der Bühne hat, weil er ständig falsche Pillen nimmt und habe in den Proben, wenn man so ein Stück probt, ist man dann irgendwie 8 Stunden am Tag da drin und macht das und hin und her. Ich musste die ersten 2 Wochen meinen Körper permanent darauf hinweisen, dass wir das nur spielen. Ich habe keinen Brechdurchfall. Nein, lieber Körper, ich spiele das nur. Es ist alles gut, das gehört nicht mir. Und das musste mein Körper erstmal lernen, dass ich den ganzen Tag etwas tue, was gar nicht meins ist. Jetzt kurze Frage an dich. Wie viel Zeit des Tages verbringst du damit in Energien, in Gefühlen, die gar nicht deine sind, die du so real machst, dass du sie irgendwann verkörperst, wie ich mit dem Durchfall? Ich meine, ich habe etwas gespielt, ich bin in Energie rein, habe mir das vorgestellt und habe das gemacht. Alles, was das ist, zerstörst und kreierst du das bitte und gibst es zurück an die Absender mit Bewusstsein angehängt. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shots, boys and beyonds. Vor allem in dieser momentanen Situation. Jeder denkt plötzlich, oh mein Gott, ich huste. Was? Oder neben mir hat jemand gehustet. Wie viel Zeit des Tages verbringen wir in exakt diesen Energien? Bitte sagt euren Körpern ständig und immer wieder, das ist nicht meine Realität, ich spiele das mir gerade. Zerstört und unkreiertes, gebt es weg und sucht euch etwas anderes, an was ihr den ganzen Tag denken wollt. Ich als Schauspieler kann euch nur raten, legt diese Rollen so schnell wie möglich immer wieder ab, denn das seid nicht ihr. Ihr seid nicht ihr als unendliches Wesen. Das bist nicht du, das unendliche Wesen. Das ist eine Rolle, die du spielst. Leg sie ab. Das kannst du, wir müssen tagsüber manchmal Rollen spielen. So wie ich auf Arbeit, auf die Bühne gehe, eine Rolle spiele, so müssen viele von uns tagsüber, keine Ahnung, die Mutter spielen, die Beamtin spielen, den Lehrer spielen und so weiter. Legt das ab, sobald der Job vorbei ist. Ich habe es lange nicht getan. Nachdem ich von der Bühne bin, habe ich die Rolle einfach mitgenommen, weil ich Access nicht kannte, weil ich nicht wusste, was ich da tue und habe mich gewundert, was da passiert. Bei einer Rolle war das toll, weil ich habe eine Frau gespielt, die total der Männerschwarm war. Hey, ich hatte ein Buffet zur freien Auswahl. Das war ganz cool. Von daher, es funktioniert also auch aber in eine Richtung, die wir uns wünschen. Männer, oder? Nein. Also das war schon sehr, das war sehr amüsant. Also das, man kann wirklich, wenn du dir das, wenn du so reingehst wie ein Schauspieler und wirklich davon ausgehst, du bist das und dann vergisst, dass es eine Rolle ist, weil das war das, was ich getan habe. Ich bin da raus und habe vergessen, dass es eine Rolle ist. Ich dachte, jetzt bin ich wieder als Christian angezogen, jetzt bin ich wieder Christian. Nein, ich wurde von meinen Kollegen immer noch mit dem Rollennamen angesprochen und so weiter. Wenn das der Fall plötzlich sein sollte, ist das auf der einen Seite cool, wenn es eine Rolle ist, die du mehr in deinem Leben haben möchtest. Und es ist blöd, wenn es etwas ist, was du nicht möchtest. Und kann ich dafür dann die Energieflüsse auch nochmal, Entschuldigung, du warst eben ein paar Mal abgebrochen, kann sein, dass du das schon gesagt hast, kann ich dann die Energieflüsse genau dafür nochmal, auch nochmal nutzen? Das ist ja okay, ich möchte jetzt in deinem Fall die Frau sein oder die Energie davon haben, ohne dass ich bin. Das Ding ist, wir nutzen in dem Moment diese Energieflüsse schon. Ein Energiefluss oder Energieziehen ist nicht unbedingt, ich melde mich bei einem Facilitator an und mache 5 Minuten am Tag dann ein Ziehen für Geld und ich höre sowieso nur hin, putze dabei meine Wohnung und der redet und dann werde ich reich. Das ist mit Energieflüssen nicht gemeint, sondern was der Facilitator möchte, ist, dass du das übernimmst, was da gemacht wird und das Gleiche tue ich als Schauspieler auf der Bühne. Ich bin diese Energie. Und spätestens, wenn ich mir jemanden dazu hole, der mir das abkauft, dass ich diese Energie bin, ist es schon mal wenigstens einer, der es mir abkauft, weil ich werde es mir wahrscheinlich anfangs erstmal nicht abkaufen. Das ist nämlich der Kasus Knactus. Ich muss es mir abkaufen. Ich muss wissen, dass ich diese Energie bin. Und in dem Moment, wo meine Kollegen mich mit Rollennamen ansprechen, obwohl ich das Kostüm nicht mehr anhabe, ist mir klar, okay, ich habe von dieser Rolle sehr viel übernommen. Und da musst du dann für dich gucken, willst du das oder nicht? Aha. Das ist auch wieder, das heißt, ich kann mich selber manipulieren, auch mit Hilfe von anderen,
und dann wieder die Energieflüsse nutzen. Das heißt, es ist, also auf der einen Seite, jetzt, ne, wenn man versucht, das mit dem Kopf zu verstehen, denkt man so, uff, das ist aber kompliziert. Auf der anderen Seite kriege ich aber mit, und das war auch die Anfangsenergie, als du gesagt hast, Energieflüsse wollt ihr das zerstören und umkreieren, dass das eigentlich ja eher so ein Spiel ist. Ne? Das war die Anfangsenergie, da war so dieses... Ja, es ist... Das heißt, also du machst es nicht aus dem Kopf, sondern... Bin fertig. Okay, es war wieder abgebrochen, ich wusste nicht. Genau, das ist, also wer bei mir mal einen Kurs gemacht hat oder mich öfter mal hört in meinem Podcast oder so, der wird das Wort Spielen sehr oft hören, denn es geht tatsächlich ums Spielen, und aus dem Spiel wird irgendwann, in Anführungszeichen, ernst, irgendwann isst man das Ganze. Was ich als Schauspieler echt nur sagen kann, es ist tatsächlich so, je öfter ich etwas spiele, je öfter ich auch tatsächlich in das Gefühl von etwas gehe, weil ich mir vorstelle, okay, so fühlt sich derjenige wohl, und das dann immer wieder probiere und mich da reinsetze, irgendwann wird es zu mir. Irgendwann, und es ist nicht wirklich ein Gefühl, denn Gefühl, wie gesagt, ist das, was der Körper hat, sondern es ist eine Energie. Ich setze mich in die Energie rein von etwas und spiele mit ihr. Das Spielen bedeutet, ich bringe sie in Bewegung. Ich bringe die Energie in Bewegung und spiele damit und strahle sie aus und hin und her. Und irgendwann merke ich das nicht mehr. Irgendwann sagt das Außen mir, hier übrigens bist du das gerade vollkommen. Und das sowohl im, Anführungszeichen, Positiven als auch im Negativen. Sprich, auch in den Dingen, wo ich es nicht möchte. Und vor allem, es passiert oft sehr unbewusst. Deswegen höre ich mir oft sehr gerne zu. Und vor allem, also nicht, weil ich denke, ich habe so Tolles zu sagen, sondern eher deswegen, weil ich gucken will, wie sage ich das gerade? Wie fühle ich mich dabei, wenn ich etwas sage? Wenn ich mit jemandem spreche, also eine sehr gute Freundin von mir ist auch hier gerade online, die wird das sehr unterschreiben können. Wenn ich dann sage, bah, das geht mir alles auf den Keks und da, und dann ist sie einfach nur still und fragt dann, wie fühlst du dich, wenn du das sagst? Und dann muss ich meistens lachen, weil sie genau den Punkt getroffen hat, das ist Blödsinn, was ich erzähle. Ich merke, ich fühle mich total schwer, wenn ich es sage, weil die Energie überhaupt nicht matcht. Das ist nicht wahr, was ich da sage. Macht das Sinn? Alles, was das ist, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und um zu beweisen, wie leicht es ist, habe ich dann angefangen, in diesem zweiten Stück, mit diesem Brechdurchfall, auch angefangen, mit Energieziehen zu arbeiten oder Energieflüssen zu arbeiten. Es gab eine Stelle, wo ich auf die Seite gehen musste. Ich war immer zu sehen und habe dann mit meinen Karteikarten da rumhantiert und habe in dem Moment nochmal ganz bewusst angefangen, Energie zu ziehen. Habe dann nochmal gefragt, okay, wie viele haben die Barrieren oben? Wer will mich hassen? Es gibt übrigens Zuschauer, die ins Publikum kommen oder ins Theater kommen, um sich aufzuregen. Und von denen gibt es sehr, sehr viele. Das ist mir dort aufgefallen. Und ich habe dann wirklich nachgefragt, okay, Wahrheit, wer ist heute Abend da, um mich zu hassen? Okay, wie sehr kannst du mich heute hassen? Und wie viel mehr, als du mich hassen möchtest, ist hier möglich? Weil die sind meistens nach 5 Minuten durch. Nach 5 Minuten haben die gar keinen Bock mehr, dich zu hassen, weil sie im Grunde genommen diese Energie auch nicht in ihrem Leben haben wollen. Also kleiner Tipp an dich, wenn du Leute hast in deinem Leben, wo du weißt, die wollen sich nur aufregen, die wollen sich eigentlich nur über dich aufregen oder über alles Mögliche aufregen, gib ihnen etwas, wo sie es tun können, und zwar in Massen, denn das halten die keine 10 Minuten aus. Entweder sie verschwinden, es gab Leute, die tatsächlich nach 10 Minuten gegangen sind, oder sie lassen es einfach und fangen dann doch vielleicht an, ein bisschen Spaß zu haben. Zurück zu der Situation mit den Karteikarten. Ich stand da, habe Karteikarten gemacht, habe dann ein bisschen MTVSS auf meinem Körper laufen lassen, was man halt so zur Überbrückung macht. Ich meine, selbst wenn es nur 5 Minuten waren, die ich da stehen musste, wenn du das jeden Abend machst, an manchen Tagen 2-mal, dann fühlt es sich an wie eine Stunde. Irgendwann kam der Techniker an und fragte mich, was ich da eigentlich in der Ecke immer mache. Weil, er hat es dann auch mal gefilmt, um mir es zu beweisen, und zwar ohne, dass ich es wusste, das hat er, die Aufnahme hat er mir erst gezeigt, als er mir das sagte, als er mich fragte. Hier findet die Szene statt und hier stehe ich. Das heißt, von seiner Warte aus, wo er guckt, sieht er alle Köpfe dahin gucken. Und mit einem Mal, aus unerfindlichen Gründen für ihn, drehen sich alle Köpfe rum und gucken hierhin, zu mir.
Und er hat geguckt, er hat es vergrößert und gemacht und hat gesucht, was ich da mache, ob ich eine blöde Bewegung mache, ob ich falle, ob ich rülpse oder irgendwas. Und er hat nichts gefunden. Und ich habe mir das angeguckt und denke, fuck, das ist der Moment, wo ich in meinem Kopf durch bin, wie viele Blockaden habe ich hier, wie viele Zieher habe ich hier, wie viele Pusher habe ich hier, weil ich hatte Zeit, ich habe es ganz langsam gemacht, habe genau reingespürt und dann, okay, dann mache ich jetzt mal einen Energiezug an und verstärke den, jetzt fühlst du es cool an, super. Das war der Moment, wo alle Köpfe des Publikums sich zu mir umtreten. Und ich dachte, fuck, das ist nicht Sinn und Zweck, denn da drüben spielt die Szene. Hier ist nur eine Randfigur, der halt blöd auf der Bühne bleiben muss, aber hier spielt die Musik. Und da war natürlich der eine Kollege, der die Szene spielte, so ein bisschen nicht so amused. Und ich habe dann gesagt, nee, das geht nicht, ich mach das mal anders. Und habe die Energieflüsse rumgedreht, sprich, also nicht rumgedreht, sondern ich habe sie dorthin geschickt. Ich habe quasi die Energie durch die Szene, durch meine Kollegen und so gezogen. Auch das ist zufällig auf einer Kamera gelandet, weil der Kollege war so überfordert, der sich vorher so echauffiert hatte. Der war so überfordert mit dem, was da plötzlich an Energie stattfand und sonst was, dass er auf offener Bühne sich langlegte. ja, wir haben alle sehr gelacht. Er fand es nicht sehr lustig. Du bist wieder sehr abgehakt. Hast du da einen Tipp? Ach, immer noch. Ich habe schon den Ort gewechselt. Ich mache mich nochmal das Video weg. Mhm. Hast du da einen Tipp? Zwei Sachen, die ich herausfordernd finde, gerade auch mit den Energieflüssen, ist zum einen, es ist schon eine Menge Energie, die dann durch dich durchfließt. Und wie du es gerade echt schön beschrieben hast, das kann sich durchaus so anfühlen, als würde es einen hinten überkippen, wenn man die von vorne kommen lässt. Hast du da einen Tipp auf der Bühne? Du machst da scheinbar Unmengen an Energie, also in Anführungszeichen. Ja, ja. Das Ding ist, in einem Access-Kurs oder auch im Manual steht drin, wenn du Energiezüge üben möchtest, geh in einen Starbucks und ziehe so lange Energie, bis alle dich angucken. So, wer von euch hat das jemals gemacht? Und wer von euch hat wirklich so lange Energie gezogen, bis alle geguckt haben? Niemand. Ich schwöre euch, niemand hat das gemacht, okay, weil es viel zu unangenehm ist. Ich habe es probiert in einer U-Bahn. In einer U-Bahn so lange Energie zu ziehen. Ich habe schon aufgehört, Energie zu ziehen, als nur einer zufällig in meine Richtung guckte, weil die Tür aufging. Da habe ich schon aufgehört, verschreckt, weil ich dachte, oh, es funktioniert, weg bin ich. Es ist natürlich auf der Bühne etwas völlig anderes, weil da bist du eigentlich auf der Bühne, um angeguckt zu werden. So, jetzt ist das natürlich nicht jedermanns Sache. Ich glaube, ich muss einfach mal einen Spezialkurs erfinden, der genau damit arbeitet. Ja, bitte. Weil du musst wirklich in dem Moment gucken, wo du dich in den Starbucks stellst oder in der U-Bahn oder wo auch immer. Gut, im Moment wird man solche Menschenansammlungen nicht so häufig mehr finden, aber wenn du irgendwo bist, wo viele Leute sind, fang mal an und zieh Energie und achte mal drauf, wo deine Schmerzgrenze ist. Wo du urplötzlich aufhörst, weil du es nicht mehr erträgst. Und dann fang an, halt dieses Energielevel und mach right and wrong, good and bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Interessant, dass ich diese Ansicht habe, hier aufhören zu müssen. Interessante Ansicht, dass ich die Ansicht habe, dass mir das jetzt zu viel ist. Was auch immer für ein Tool dir in dem Moment einfällt. Und dann guck, ob du ein Stückchen weitergehen kannst. Und wenn es an dem Tag nicht ist, mach es am nächsten Tag. Und mach es am nächsten Tag. Ich meine, das, was ich euch jetzt hier in einer halben, dreiviertel Stunde erzählt habe, das ist bei mir 3-4 Jahre gewesen. Glaube nicht, dass es innerhalb von einmal mich irgendwo hinsetzen und loslegen gemacht war. Das natürlich nicht. Von daher, guck erstmal, wie weit möchtest du gehen? Um dann immer diesen Grat zum zu überschreiten. Weil es ist nicht so easy. Es ist wirklich, es ist ein Grat, den du nicht überschreiten möchtest. Und Wahrheit, wenn du jedes Mal beim Energieziehen diesen kleinen Grat überwindest und dann nochmal überwindest und nochmal überwindest, wie viel hat das mit deiner Geldkreation, mit deinem Geld Fluss im Leben zu tun? Wie viel hat es mit deiner Partnerschaft zu tun?
Wie viel hat es mit deinem Job und Erfolg im Job zu tun? Na, oder es wird ich gerade, also vor allem bei dem letzten, ich dachte schon, bei Geld geht nicht mehr, aber der Job, puh, alles, was das ist, zerstörst du und kreierst du das bitte. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all men. Ja. Oh, hossa, holla, holla. Pot and pork, all men, shots, boys and girls. Fang an, damit zu spielen, im Kleinen. Nimm dir ein kleines Publikum und du musst nicht auf die große Bühne gehen, um das zu üben, sondern nimm dir jedes Publikum, in Anführungszeichen, das du hast, sprich jeden Menschen, mit dem du gegenüber redest. Und vielleicht machst du es auch mal so, ich habe einen Podcast, ich glaube, Ingrid hat auch schon reingeschrieben, wo man den runterladen kann. Ja, hat sie gepostet. Sehr cool. Dieser Podcast ist eine meiner größten Lehrbaustellen. Denn wenn ich anfange, diesen Podcast einzusprechen, also erstens ist es so, ich habe eine Idee und dann muss ich das Mikro anmachen, dann lege ich los. Und lustigerweise, während ich spreche, kriege ich die Energien mit von denen, die es jemals hören werden. Ich spreche so wie eben gerade und wie viel hat denn wohl das mit deinem Leben zu tun? Wow, okay, alles das, right and wrong, good and bad, pot and pop, online shots, boys and beyonds. Du brauchst also nicht mal ein lebendes, reales Publikum in Fleisch und Blut vor dir sitzen haben, sondern du kannst ein hypothetisches Publikum nehmen. Du musst diese Aufnahme auch niemals veröffentlichen. Aber nimm dich einfach mal auf und rede los und guck, was hochkommt. Rede mit einem imaginären Publikum, denn es wird kein imaginäres Publikum sein. Du wirst immer Energien haben, die angesprochen sind. Und da wirst du feststellen, dass du sehr wahrscheinlich doch ein Riesentalent daran hast, Energien zu lesen. Und du musst dich nicht falsch machen für das, was die anderen denken könnten, denn potenziell ist erstmal keiner da, der es hören wird. Wenn du das überstanden hast, dann guck mal, willst du es rausbringen? Willst du es veröffentlichen? Willst du es jemandem zeigen? Wenn das dann der Fall ist, dann guck mal, willst du es nicht nur der Gabi von nebenan zeigen, sondern auch mal irgendwie, dass die das jemandem zeigt, den du nicht kennst. Und dann frag nach einem Feedback. Für alle, die auf meine Homepage gucken und auch bei Facebook, nicht wundern, ich habe mehrere Methoden, mit denen ich arbeite. Access ist nur eine. Also lasst euch nicht irritieren, da wo Access draufsteht, ist Access drin. Da wo Access nicht draufsteht, ist auch kein Access drin, beziehungsweise ist es nicht die Access Tools. Fällt mir nur gerade ein, nicht verwirrt sein. Aber in den anderen Kursen, die ich gebe, mache ich es so, man bekommt das Zertifikat erst, nachdem man mir drei Feedbacks geschickt hat von Menschen, mit denen man das angewandt hat. Damit man über dieses Ding einmal hinausgeht, damit man überhaupt erstmal darum bittet, ein Feedback, was auch Kritik beinhalten könnte, zu kriegen. Und dieses Feedback hole ich nicht rein, um zu gucken, ey, war ich ein guter Lehrer, habe ich dir gezeigt, wie geht das? Sondern damit derjenige wirklich sich traut, darum zu bitten, zu fragen, hey, wie war das für dich? Konnte das was lösen? Was hättest du dir gewünscht, was ich anders hätte machen sollen? Und wenn dann jemand mir ein Feedback schickt, wo drin ist, naja, also es ist, war mir so ein bisschen geholzt oder so, heißt es für mich nicht, der kriegt sein Zertifikat nicht, sondern hey, hast du eine Frage dazu? Was können wir hier anders machen? Wie kannst du da sicherer drin werden? Sprich, der bekommt dann von mir sogar nochmal eine Einzelsession, wie er es besser hinkriegt. So, aber nach Feedback zu fragen, tue ich auf der Bühne permanent mit jeder Bewegung. Und nachdem ich dann am Ende rausgehe. Ganz geil ist übrigens auch, ich habe einmal, fällt mir ein, wir sind von der Bühne runter, wir hatten alle keinen Bock mehr, waren völlig platt, war eine geile Vorstellung, aber die Leute wollten nicht so wirklich. Das war so, wir hatten massiv viel Spaß und ich bin von der Bühne runter und dachte, nee, also so nicht. Was kann ich hier ändern? Und habe den Energiefluss geändert und die anderen waren schon in der Umkleide, die hatten schon teilweise die Perücke aus und da ist das Publikum mit einem Schlag so ausgerastet, dass wir alle nochmal raus mussten. Dass wir alle nochmal eine Zugabe geben mussten. Und Gott sei Dank habe ich den Kollegen nicht gesagt, was ich da mache. Das ist übrigens etwas, ich hatte eine Zeit lang eine YouTube-Challenge, wo es ums Energie hochhalten ging. Wo ich also eine Energie mir raussuche, die hätte ich gerne mal mehr in meinem Leben. So, wenn ich in einer Access-Session frage, welche Energie hättest du denn gerne in deinem Leben? Ja, die und die. Okay, cool. Nach der Session ist die Energie meistens weg. Meistens ist es so, halt sie hoch,
stell dir den ganzen Tag die Frage, okay, welche Energie war das nochmal? Okay, wie kann ich sie ausbauen? Und da, da, da. Und das habe ich quasi in einer Facebook-Challenge gemacht und jeden Tag oder zumindest über einen gewissen Zeitraum immer mal geguckt, wie geht es mir, wenn ich das mache? Und dann auch einmal hinter der Bühne gefilmt, wie ich quasi von Christian dann zu meiner Rolle wurde, einfach nur durch meine Frage und so weiter. Um dann zu zeigen, okay, diejenigen, die mitmachen, haltet die Energie hoch und schaut mal, was bei euch passiert. Denn diese Energieflüsse, wie ich schon gesagt habe, ist nicht, okay, ich setze mich jetzt hin und jetzt ziehe ich Energie mit dem Facilitator durch Geld und morgen bin ich reich. Darum geht es nicht. Es geht darum, diese Energien, die du haben möchtest, in dein Leben zu ziehen und dann dort auch ziehend zu halten. Sie immer in Bewegung zu halten, ein Spiel daraus zu machen, quasi, blöd gesagt, eine Rolle zu spielen. Aber vorher solltest du dir klar sein, wann spielst du die Rolle, was für eine Rolle ist es. Und ich meine, als unendliches Wesen bist du alles. Du kannst alle 10 Sekunden etwas Neues sein und eine neue Energie haben. So, und welche Energie macht dir am meisten Spaß am Tag? Und dann behalte die. Und geh nicht, sobald du das hier ausgemacht hast, wieder zurück und mach den News-Ticker an, um dir zeigen zu lassen, wie viele neue Todesfälle es gibt. Das ist genau die Scheiße, von der ich rede. Lasst das, weil dann ist die Energie nämlich wieder futsch. Dann hast du wieder eine andere Energie. So, manipulier dich selbst in eine gute Laune, in ein Gefühl, was kein Gefühl ist, sondern eine Energie. Und ziehe diese Energie permanent durch dich und dein gesamtes Umfeld. Sprich, manipuliere verdammt nochmal dein gesamtes Umfeld in gute Laune. Das ist meine Absicht auf der Bühne. Egal, ob ich ein Arschloch spiele oder ob ich Graf von Krollock gerade singe, der eigentlich eher mystisch ist. Am Ende geht es darum, wie viel Spaß können wir alle haben, wenn wir aus dem Theater rausgegangen sind. Nicht, wenn wir rausgehen, sondern wenn wir rausgegangen sind. Ja, meine Absicht ist es, selbst mit einem Drama, selbst mit weiß ich was, den Leuten wirklich Spaß zu vermitteln, wenn sie schon draußen sind. Nachhaltiger Spaß, nachhaltige gute Laune. Und mit diesem Energieziehen und der Manipulation der Gefühle konnte ich zum ersten Mal die Leute greifen, die ins Theater gehen, um sich aufzuregen, alles scheiße zu finden. So diese mitgebrachten Ehemänner. Die Frau will ins Theater und der Mann sagt, mit denen hatte ich am allermeisten Spaß, weil die waren für mich eine Herausforderung. Ich meine, meine Rolle konnte ich auswendig, die hat es mich nachts wecken können. Ich stand auf der Bühne und habe zugesehen, okay, wie viel Spaß könnt ihr mit mir haben? Sprich, wenn euer Spaß es ist, mich zu hassen, wie sehr könnt ihr mich hassen? Sehr cool. Und wenn du jetzt nochmal sagst, nach hinten raus, schickst du denen dann weiter Energie hinterher oder erhält sich das durch das Erlebnis, was die hatten sozusagen? Das ist etwas, wo ich dich oder alle von uns bitten würde, jedes Mal das zu fragen. Jedes Mal, also ich beziehe es jetzt mal auf die Bühne, jedes Mal, wenn ich von der Bühne gehe, diese Frage zu stellen. Und jedes Mal, wenn du von deiner Bühne gehst, also aus der Situation raus, in Anführungszeichen, gucken, bei wem macht es Sinn, das aufrechtzuerhalten und bei wem macht es Sinn, das zu cutten? Denn wenn du 400 Leute da hast, kannst du nicht sagen, für alle 400 ist es jetzt okay, ich cutte das, und es ist auch nicht für alle 400 okay, dort dabei zu bleiben. Der eine oder andere will noch irgendwie. Und dann taucht doch plötzlich bei Facebook irgendwas auf, der schreibt dir was oder liked was oder sonst was. Andere wollen mit dir gar nichts zu tun haben, weil sie dich eigentlich so scheiße fanden und dadurch den Abend so geil fanden. Die wollen dann von dir keine Energie mehr haben. So zack, mit dem bin ich durch. Aber der Abend, grandios, meine Meinung ist voll bestätigt worden. Und haben eine gute Laune, weil sie mich hassen dürfen. Yay, cool. Sie haben den Spaß. Und dieses sich hassen lassen dürfen und was andere über einen sagen, auf der Bühne ist es easy für mich. Im Privaten nicht ganz so. Deswegen verstehe ich jeden, der sagt, ja, der hat leicht reden. Auf der anderen Seite, geh mal auf die Bühne und mach's. Dann weißt du, was leicht reden bedeutet, nämlich gar nicht. Aber fang da an, wo du es für dich hinbekommst. Wie gesagt, ich habe mehrere Möglichkeiten gemacht. Ich habe es auf der Bühne dir als Beispiel gegeben, wo ich es gemacht habe. Du kannst ein Auditorium nehmen in Live-Zooms, Facebook Live,
was nicht meins ist, also Facebook Live ist überhaupt nicht meins, mag ich nicht, sollte ich wohl mal angehen, um hier diese Stufe zu überschreiten. Zoom liebe ich grandios oder auch völlig unsichtbar, in Anführungszeichen, etwas aufnehmen. Was ich übrigens als Kind schon gemacht habe. Ich habe als 3-4-Jähriger mit Kassetten da gesessen und habe mit einem imaginären Publikum gesprochen. Heute lebe ich es. Ja, wie wird es noch besser als das? Leben. Christian, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Ich frage mich, ob jemand außer mir noch Fragen hat. Also ich könnte noch dich noch diverse Male unterbrechen, wenn mich nicht Zoom die ganze Zeit unterbrochen hätte. Aber also zum einen hier steht Hammer und toll, gefällt mir, cooler Impuls. So ein Beitrag über das Energieziehen, das muss ich auch sagen. Ich bin ja auch CF und habe schon viel, viel darüber gehört. Aber das waren jetzt noch ein paar echt geniale neue Impulse. Vielen, vielen. Hat denn sonst noch jemand eine Frage jetzt konkret an den Christian? Du hast sie alle mit deiner Energie umgehauen. Ich habe so viel geredet einfach. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, also von meinem Gespür her, dass du uns alle tatsächlich mit deinem Energie und darüber sprechen so aufgefüllt hast, auch mit der Information vielleicht nicht nur im Kopf, sondern auch energetischer Information, dass zumindest ich jetzt sehr befriedigt von diesem Interview weggehe. Cool. Ja, also ich bin auch mit dem relativ durch, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe grob alles gesagt, was mir vorher irgendwann mal durch den Kopf gehüpft ist. Energiepull, Energiepush. Ah ja, okay. Hier wird gefragt, mir ist immer noch nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen Energiepull und Energiepush ist, denn bei beiden ziehe ich ja Energie durch andere. Ja, das stimmt. Es ist nur die Richtung, in Anführungszeichen. Und die ist auch eher eine energetische. Es ist der energetische Impuls, der dahinter steckt. Einmal geht es darum, wenn jemand dich absolut zublubbert und wirklich die Energie zuschiebt ohne Ende, so ein Verkäufer, der dir was auch quasseln will. Blablabla. Ich hoffe, das macht energetisch Sinn, was ich meine. So dieses Meinung aufdrücken. Denkst du doch auch? Und kommt immer näher und du willst nur Reis ausnehmen. Das ist jemand, der dir Energie zuschiebt ohne Ende. Von dem ziehst du Energie, weil er pusht ja. So, wenn aber jetzt jemand da ist, sich zurücklehnt und einfach saugt und du telefonierst mit dem und er saugt und er saugt und er saugt und du fühlst dich leer und nach 3 Minuten könntest du schon einschlafen, das ist jemand, der zieht Energie von dir. Ja, das ist so der Unterschied. Dann gibt es ja auch noch die mit den Barrieren oben, die dann da sitzen und gegen alles verteidigen, was du sagst, egal aus welcher Richtung. Und es gibt die Neutralen, die einfach da sitzen und sagen, dann zeig halt mal. So. Ich habe gerade den nächsten Kommentar gelesen. Sorry. Da ist der energetische Impuls quasi. Das eine ist ziehen, das andere ist pushen. Und du gehst halt dann halt da rein. Du pushst in dem Moment, wenn du merkst, jemand saugt deine Energie. Denn Energie saugen bedeutet für denjenigen, ich brauche Energie, gib sie ihm, aber nicht deine, sondern aus dem Universum, durch dich und durch seinen Körper. Damit er denkt, er bekommt ganz viel Energie. Und jemand, der dir ganz viel Energie geben will, der dir ganz viel erzählen will, so wie ich das gerade mache, ich pushe gerade relativ viel, ja, wobei ich auch immer wieder gucke, bei wem ziehe ich. Also ich bin immer bemüht, es auszugleichen, vor allem in einem Informations-Zoom. Auf der Bühne ist es anders, da gibt es szenenweise den Unterschied. Wirklich dieses Ding von wegen, okay, ist es jemand, der von mir Energie braucht oder jemand, der mir einfach seine Energie wahnsinnig zukommen lassen möchte. So jemand, der ständig dazwischen hakt, der ständig in der Vorstellung ist und laut lacht oder seine Kommentare auf die Bühne wirft und sowas. Das sind so typische Pusher, die einfach gerne mal ganz toll dastehen wollen. Und hier gerade, ich habe keine Ahnung, was der Energieziehen ist, aber Christian kann ich trotzdem 5 Stunden lang zuhören. Der könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen. Sehr schön. Das stimmt wohl. Er hat auch ein paar Hörbücher gemacht. Sei du selbst zum Beispiel. Ja, und Danes neue App übrigens. Mal ein bisschen Werbung machen. Wow. Alles, was bei Werbung hochkommt, right and wrong, good and bad, pot and pop, online, shorts, boys and girls. So, Frage. Wie machst du das bei dem Beispiel mit 400 Leuten, was jetzt Beitrag ist?
wenn sie gehen, bei welchem Cutten, bei welchem. Es ist das Gleiche. Du musst nicht wissen, bei wem du cutten musst und bei wem du ziehen musst oder so, sondern stell einfach die Frage, okay, von wem trenne ich mich jetzt hier, weil es mehr kreiert, ist hiermit getrennt, bei wem lasse ich es weiterlaufen und wie lange. Das ist wirklich, das sind auch Sachen, die habe ich 5, 6, 7 Mal bewusst wirklich in so einer Frage gemacht, so von wegen, bei wem mache ich dies, bei wem mache ich das. Und danach ist einfach klar, die Energie der Frage ist völlig eindeutig, wenn du sie stellst. Und selbst wenn die Idee für die Frage kommt, ist die Energie von der Frage schon da. Du musst sie nicht ausformulieren. Und schon bist du von denjenigen getrennt und oder immer noch in Verbindung, beziehungsweise die Energie fließt noch und fließt dann auch so lang, bis es quasi gut ist. Das können auch 10.000 Leute sein. Das kann auch der ganze Erdball sein. Du musst nicht wissen, wer gerade Barriere, wer Pusher, wer Sauger ist. Du fragst nur, hey, wer von euch ist? Und dann legst du los. Weil in dem Moment, wo du fragst, wer von euch ist, zeigen die sich. Und du musst trotzdem nicht wissen, wer. Energetisch ist es dir völlig klar, dann fängst du an. Deswegen probier es einfach aus. Es ist nichts, was ich dir kognitiv mit Worten erklären kann. Probier es einfach aus mit diesen Spielen. Vielleicht findest du auch Varianten, die ich gar nicht auf dem Zettel habe, die ich jetzt nicht benannt habe, wie es für dich einfach cool ist, wirklich dieses bis hierhin geht's, dann wird's unangenehm. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Das für dich zu knacken, über deine Komfortzone Stück für Stück hinauszugehen und das in deinem Tempo, ohne dass irgendwie jemand dir Stress bereitet oder sagt, keine Ahnung, du musst jetzt das machen. Ja, und wenn ich mal tatsächlich einen Spezialkurs eingereicht habe und den habe in Bezug auf Access auf der Bühne oder mit Massen so in der Richtung, dann solltest du jemand sein, der sich von mir knechten lässt, der sagt so, und jetzt zeig mir das bitte, weil ich glaube es dir nicht, denn ich bin jetzt nicht unbedingt ein Facilitator, der Bauchpinselt, sondern ich bin dann jemand, der sagt, okay, du hast nur die Zeit mit mir, bitte nutze sie. Also wenn jemand in einem Foundation, ich frage, hey, warum bist du hier, was ist der Grund? Und man sagt mir, ja, meine Lizenz läuft dann und dann aus. Dann möchte ich am liebsten sagen, okay, ich unterschreibe dir dein Zertifikat, bitte geh, weil der Kurs dadurch sehr aufgehalten wird. Also wenn jemand bei mir Session, Kurs, irgendwas machen möchte, sollte er wirklich vorhaben, etwas zu verändern. Ja? Wer nur zu einem Kurs kommen möchte, um seine Lizenz zu verlängern, bitte bleib weg. Sorry, dass ich das so sage. Kannst du ja energetisch wegpushen. Ja, ja, ich habe das mittlerweile auch ganz gut. Also das letzte Mal haben tatsächlich 2 Leute das gesagt. Und allerdings habe ich vorher schon energetisch so dran gearbeitet, dass genau wahrscheinlich diese beiden kamen und das auch so gesagt haben, weil ich so toll mit denen gearbeitet habe. Also ich fand es dann cool, wie viel mehr, weil ich dann auch auf den Punkt gebracht habe. Ich habe dann gesagt, okay, wenn das alles ist, können wir eigentlich Kaffee trinken gehen, oder? Ja, nee, aber wie? Und damit hatte ich sie genau dort. Also auch wieder Manipulation und Energiefluss. Christian, vielen, ja. Vielen Dank. Die Ingrid kommt auch schon dazu. Ja, ich unterbrich mich. Sehr cool. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für die auch, für mich, die ich das jetzt schon sehr oft höre und auch tatsächlich anwende, aber trotzdem sehr, sehr neuen Impulse. Vielen Dank. Und ja, die Ingrid hat sie auch immer wieder gepostet. Du hast deine Webseite und du hast den Podcast für alle, die deine Stimme auch so gerne hören. Und für alle, die deine Stimme einfach so für telefonbuchartig hören. Nein. Hat der nochmal der Christian die deutsche Version gelesen von Dr. Dane hier, sei du selbst. Und Gentleman's, nicht Gentleman's Club, sondern der neue Gentleman. ja, The Return of the Gentleman. Genau. Und ich habe seit neuestem Danes App. Das wird demnächst, in den nächsten Tagen rauskommen. Und frisch eingesprochen, das Babydrachen-Manifest und das Baby-Einhorn-Manifest. Stellt euch mal vor, wie schön es ist mit so einer Stimme. Also ich mag meine Stimme nicht so, wie viele das erzählen. Aber gut, wenn ihr sie mögt, stellt euch mal vor, mit der Stimme einzuschlafen, wenn ihr das Drachen-Manifest vorlesen bekommt. Also Christian, ich bin mega beeindruckt. Du hast mehr als inspiriert aus meiner Sicht.
Und ja, und Nicole, ich fand deine Fragen zum richtigen Moment super beitragend. Also ich danke euch beiden für das mega Interview. Danke und dir. Ich glaube, dass jeder, der jetzt da dabei war oder auch später das anschauen wird, sich ein Bild von dem machen kann, was ihn erwarten würde, wenn er mit dir bestimmte Kurse oder andere Dinge machen möchte und kann. Und das ist im Grunde auch die Idee vom Interview, dass man ein bisschen Einblick kriegt in das, was derjenige so macht in seinem Leben. Und von dem her, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen hier, oder? Ja, einen kleinen Beitrag oder kleine Antwort noch an Monika, die gerade was im Chat geschrieben hat. Ich habe es nicht falsch verstanden, keine Sorge. Ich fand es nur lustig, als ich es gelesen hatte. Also alles schick. Ja, und übrigens, es ist wirklich so, dass deine Präsenz schon dazu einlädt, dass man auch, wenn man dich mal erlebt hat und mal mit dir in Kontakt war, dich auch nicht so schnell vergisst. Ich bin nur einmal mit dir in Rom ewig lang her, ich glaube 2016 im Oktober vor der Tür gestanden, wo wir gemeinsam auf dem Kurs waren. Da waren super viele Leute, das war mein erster riesiger Kurs. Und ab da wusste ich aber, das ist der Christian Trabert. Also von dem her möchte ich mal anerkennen, dass, dass deine Präsenz schon auf jeden Fall, glaube ich, einfach auch jemanden später, also sich an dich erinnern lässt. Und was wird es brauchen, dass es einfach dann in dem Moment so ist, wo du vielleicht einen neuen Kurs entwickelt hast, was auch immer. Cool, vielen Dank. Ich kann übrigens beides. Ich kann mich sehr gut verstecken. Ich kann es sehr gut machen, vor allem beruflich, dass die Leute, bei denen ich vorspreche, nach dem Vorsprechen nicht mehr wissen, wer ich war. Das ja, und ich glaube auch, das ist ja auch normal, dass man beide Seiten der Medaille normalerweise kennt und auch in deinem Fall so schön auch wählen kann, wenn du sie brauchst. Vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt mal unsere Aufzeichnung hier Stopp. Genau. Danke euch. Ja. Tschüss. Danke auch den ganzen Teilnehmern, die da waren. Ja. Mega. Und dann möchte ich noch